Die Wall Street in New York. Wo, wenn nicht hier? Direkt am Puls der Metropole und des Finanzzentrums öffnet das Handelsblatt gemeinsam mit der Wirtschaftswoche sein neues Büro. New York ist für das Handelsblatt ein sehr wichtiger Standort. Es ist das Drehkreuz für den Journalismus, wie wir ihn begreifen. Der ist global orientiert. Journalismus ist ein 24-Stunden-Job, so das Credo. Und so ist man hier noch mittendrin, wenn in Deutschland die Lichter ausgehen. Wenn wirklich in Deutschland die Leute schlafen, hier in Amerika, hier passiert ja noch so viel. Die Börse schießt und nach der Börse geben viele Unternehmen noch was bekannt. Wir können selbst das aufbereiten, wir können es kommentieren, wir können Schwerpunkte dazu machen. Und das alles findet der Leser morgens um 6 in der iPad-Ausgabe wieder. Und hat dadurch einen unfassbaren Vorteil. Ein ganzes Team arbeitet dabei für alle Kanäle, von Print über Online und die iPad-Ausgabe. Und Themenmangel, den gibt es nie. Diese Stadt ist voller Geschichten und die Geschichten, die muss man aufschreiben. Es ist eine Stadt, die immer wieder im Interesse ist und jeder in Deutschland, das ist, überrascht mich eigentlich am meisten, so interessiert, was in dieser Stadt passiert, dass die Nachfrage riesig ist. Das sah auch Gastredner Klaus Kleinfeld, CEO des US-Aluminium-Riesen Alcoa, so. Auch in Krisenzeiten neue Ideen anzupacken, frische Sachen zu versuchen. Das Statement hier, neues Office in New York, steht dafür. Ich finde das bewundernswert, unterstütze das. Demokratie braucht eine freie Presse, Handelsblatt steht dafür. Gemeinsam wurde gefeiert. Doch wer kurze Zeit später die Handelsblatt-Angebote nutzte, ahnte, die Gläser mussten schnell weichen. In den Räumen wird längst für die Leser gearbeitet.